Ohne Energie geht nichts, das muss man wissen. Der Kampf um Strom ist ein Schlachtfeld geworden. Wir haben Kriege um knappe Ressourcen. Jeder Einzelne von uns ist doch besorgt, hört die Nachrichten darüber. Was sagt ihr euren Enkelkindern irgendwann? Warum habt ihr die Umwelt verheizt? Warum habt ihr zugelassen, dass das alles passiert? Und habe ich mir überlegt, habe ich gedacht, das erzähle ich meinen Enkelkindern nicht. Denn die Summe aller Projekte ist es, jeder von uns kann einen kleinen Beitrag leisten, der in sich betrachtet keine große Wirkung hat. Aber die Summe aller Veränderungen sind es, die nachher diesen Change oder diese Veränderung ermöglichen. Ich glaube überhaupt, dass die große Transformation nicht top-down kommt, nicht von irgendjemandem geplant und gesteuert wird, sondern bottom-up durch viele kleine Transformationen stattfindet. Vordenker, Erfinder, Visionär. Erleben Sie nach der vierten Revolution die Welt der Energierebellen. So we call it a switch from energy dictatorship to energy democracy. Wir brauchen Visionen. Die dümmste aller Visionen wäre ja zu glauben, man könne alles so lassen, wie es ist.